Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die frühere RAF-Terroristin Verena Becker steht seit heute in Stuttgart-Stammheim vor Gericht. Die Anklage wirft ihr vor, den Anschlag auf Generalbundesanwalt Buback vor 33 Jahren mitgeplant zu haben. Zum Auftakt der Verhandlung schwieg die 58-Jährige. Noch immer ist unklar, wer Buback damals erschossen hat. Sein Sohn Michael ist Nebenkläger. Fast schon ein Stück Zeitgeschichte. Die Einlasskontrollen bei RAF-Prozessen in Stuttgart-Stammheim. Auch nach über 30 Jahren hat sich hier nichts verändert. Dafür tritt erstmals aber ein Nebenkläger auf, Michael Buback, Sohn des ermordeten Generalbundesanwalts Siegfried Buback. Er sitzt der Angeklagten direkt gegenüber. Für ihn ist mit hoher Wahrscheinlichkeit das ehemalige Mitglied der Rote Armee-Fraktion, Verena Becker, die Todesschützin. Sein Prozessziel: Wir wollen die wirklichen, die wahren Täter haben. Das ist für uns entscheidend, nicht? Und das erhoffen wir uns, dass das jetzt herauskommt. Im April 1977 fielen in Karlsruhe die tödlichen Schüsse auf Generalbundesanwalt Buback und seine zwei Begleiter. Aber erst mit Hilfe neuer kriminaltechnischer Untersuchungen konnten in den letzten Jahren Spuren von Verena Becker nachgewiesen werden. Tatverdächtig war sie für die Bundesanwälte immer schon. Für die obersten Strafverfolger ist sie aber nicht die Todesschützin, sehr wohl aber als Mittäterin in die drei Morde verstrickt. Der Tatvorwurf stützt sich darauf, dass Frau Becker entscheidend an der Vorbereitung, Planung des Anschlages beteiligt war, dass es zahlreiche Indizien und Beweismittel gibt, die darauf hinweisen, dass sie sich mit ihrer Schuld an diesem Anschlag auseinandersetzt. Dem Gericht ließ Verena Becker durch ihre Verteidiger mitteilen, dass sie vorerst zur Anklage schweigen werde. Schon am ersten Prozesstag wurde deutlich, dass es Spannungen gibt zwischen der Bundesanwaltschaft und dem Nebenkläger, was die rechtliche Beurteilung der Tat von Verena Becker angeht. So scheint es nicht unmöglich, dass erst der Bundesgerichtshof in diesem Fall das letzte Wort spricht. Hintergrundinformationen finden Sie unter tagesschau.de. Dort zeigt unsere Internetredaktion unter anderem eine interaktive Zeitleiste zur Geschichte der RAF. Der Streit über das umstrittene Bahnprojekt Stuttgart 21 ist heute eskaliert. Bei der Räumung des Schlossparks setzte die Polizei Tränengas, Pfefferspray und Wasserwerfer ein. Nach Angaben der Demonstranten wurden mehrere hundert Menschen verletzt. Politiker von Grünen, SPD und Linkspartei kritisierten das Vorgehen der Polizei scharf. Morgen beschäftigt sich der Innenausschuss des Bundestages mit den Ereignissen. Eine Sprecherin des Stuttgarter Innenministeriums sagte am Abend, die Einsatzkräfte seien mit Pflastersteinen angegriffen worden. Am späten Vormittag rücken die ersten Hundertschaften der Polizei mit Absperrgittern an. Sie wollen das Gelände im Schlossgarten eingrenzen, auf dem die Bäume gefällt werden sollen. Etwa 1000 Schüler protestieren gegen die Aktion, doch die Situation spitzt sich relativ schnell zu. Die Polizei setzt Wasserwerfer und Pfefferspray ein. Es geht entschieden zu weit. Und das, was wir heute Morgen schon gesehen haben, dass Jugendliche verprügelt worden sind, mit Reizgas besprüht worden sind, das geht einfach auch, denke ich mal, wirklich zu weit. Im Laufe des Tages kommen immer mehr Demonstranten in den Schlossgarten. Die Polizei reagiert weiter mit Wasserwerfern. Nach Jahrzehnten werden sie zum ersten Mal wieder in Stuttgart eingesetzt. Die Polizei geht deswegen so massiv vor, weil die Demonstranten sich so massiv wehren, hier den Platz, die Straßen zu verlassen, obwohl sie x-fach von der Polizei aufgefordert worden sind, zu gehen. Pfefferspray und Reizgas haben bei etwa 300 Demonstranten zu Augenverletzungen geführt. Dennoch wollen die Gegner von Stuttgart 21 nicht aufgeben. Heute Nacht, wenn womöglich der erste Baum gefällt wird, wird der Stuttgarter Schlossgarten richtig voll sein, sagen sie. Der erste große Tarifabschluss nach dem Ende der Wirtschaftskrise liegt vor. Arbeitgeber und Gewerkschaft in der nordwestdeutschen Stahlindustrie einigten sich in der vergangenen Nacht. Die Beschäftigten erhalten von Oktober an 3,6% mehr Geld. Für September gibt es einmalig 150 Euro. Leiharbeiter sollen künftig die gleichen Stundenlöhne erhalten wie die Stammbelegschaft. Die Laufzeit beträgt 14 Monate. Stahl ist wieder weltweit gefragt. Die Krisenjahre scheinen vorbei, auch für die deutsche Stahlbranche. Und davon profitieren jetzt die Mitarbeiter. Mit ihren Maximalforderungen konnte sich die Gewerkschaft nicht durchsetzen. Dennoch kann die IG Metall in Düsseldorf ein deutlich besseres Ergebnis verkünden als in den Vorjahren.
auf der materiellen Seite konnten wir das einlösen, was wir versprochen haben, nämlich faire Teilhabe an diesem Aufschwung. Und da bin ich besonders stolz drauf, wir haben auch einen Tarifvertrag, gleiche Arbeit, gleiches Geld, der regelt die Bezahlung von Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern in der Stahlindustrie. Ab Januar sollen Zeitarbeiter den gleichen Stundenlohn bekommen wie ihre festangestellten Kollegen. Allerdings ist in der Stahlbranche der Anteil der Zeitarbeiter mit 3% eher gering. Und, so betonen die Arbeitgeber, in der Stahlindustrie wurden die Zeitarbeitnehmer auch in der Vergangenheit schon in einem Niveau bezahlt, das weitestgehend an das angeglichen war, das die Stammbeschäftigten erhalten haben. Kritik am Abschluss in der Stahlbranche kommt von den Zeitarbeitsverbänden. IG Metall und Arbeitgeber hätten einfach einen Vertrag zulasten Dritter geschlossen. Der heutige Tarifabschluss gilt zunächst für die rund 85.000 Beschäftigten in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen. Gleiche Bezahlung für Zeitarbeiter in anderen Branchen dürften die Gewerkschaften mit dieser Forderung auf mehr Widerstand stoßen. Da, wo der Anteil der Zeitarbeiter größer ist, zum Beispiel in der Metall- und Elektroindustrie. Und so könnte die Stahlbranche zunächst einmal eine Ausnahme bleiben. Die Arbeitslosigkeit ist im September erneut überraschend deutlich gesunken. Die Erholung gehe weit über das Maß der üblichen Herbstbelebung hinaus, sagte der Chef der Bundesagentur für Arbeit Weise heute bei der Bekanntgabe der neuen Zahlen. Danach waren in diesem Monat 3.031.000 Männer und Frauen erwerbslos gemeldet. Das sind 157.000 weniger als im August und 315.000 weniger als vor einem Jahr. Die Quote liegt bei 7,2%. Das Milliardenloch bei der gesetzlichen Krankenversicherung ist offenbar gestopft durch die Finanzierungspläne von Gesundheitsminister Rösler. Zu diesem Ergebnis sind die Schätzer von Regierung, Kassen und Bundesversicherungsamt gekommen. Nach ihren Berechnungen werden die Kassen kommendes Jahr statt im Minus sogar im Plus abschließen, unter anderem, weil die Beitragssätze angehoben werden. Auf weitere Zusatzbeiträge, so die Prognose, müssten sich die Versicherten aber nicht einstellen. Die katholische Kirche hat in Berlin ein Modell vorgestellt, wie sie Missbrauchsopfer künftig entschädigen will. Nach einem Treffen des sogenannten Runden Tisches hieß es, pauschale Zahlungen werde es nicht geben. Vielmehr streben die Vertreter der Bischofskonferenz individuelle Lösungen an, begleitet von Therapien. Konkrete Geldsummen wurden nicht genannt. Bundesjustizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger sprach sich dafür aus, die Verjährungsfristen für Entschädigungen auf 30 Jahre zu verlängern. Mit dem alternativen Nobelpreis werden in diesem Jahr erneut Initiativen gegen Armut, Umweltzerstörung und soziale Ungerechtigkeit ausgezeichnet. Das Preisgeld von 200.000 Euro teilen sich eine Ärzteorganisation im Nahen Osten mit dem nigerianischen Umweltschützer Bessie, dem brasilianischen Bischof Kreutler und der nepalesischen Organisation SAPROS mit ihrem Gründer Upadhyay. Shri Krishna Upadhyay ist der erste Nepalese, der den alternativen Nobelpreis erhalten wird. Er ist überzeugt, eine Dorfgemeinschaft muss selbst entscheiden können, was ihr hilft. Also zieht er durch die ärmsten Ecken Nepals und informiert mit einfachsten Mitteln. Das hat er auch während des Bürgerkriegs in den umkämpften Gebieten getan. Eine ganz praktische Arbeit. Und genau die wollen die Organisatoren des Right Livelihood Awards auszeichnen. Auch in diesem Jahr gibt es wieder 4 Preisträger. Weil das alles Menschen sind, die seit Jahrzehnten unter unglaublichem Druck auch eine ganz, ganz wichtige Arbeit für die Menschheit machen. Und diese Menschen verdienen genauso viel Ehre wie diejenigen, die in der nächsten Woche hier in Stockholm mit richtigen Nobelpreisen ausgezeichnet haben. Der in Österreich geborene brasilianische Bischof Erwin Kreutler setzt sich für die Rechte der Ureinwohner und den Schutz des Regenwalds ein. Unter Lebensgefahr. Seit 4 Jahren steht er wegen Drohungen unter Polizeischutz. Nimmo Bassai, ein weiterer Preisträger, kämpft als Umweltaktivist gegen die Ölverschmutzung des Niger-Deltas. Dort, so sein Vorwurf gegen die Ölkonzerne, geschehe täglich Schlimmeres als im Golf von Mexiko. Bassai leistet Rechtshilfe für die Anwohner. Außerdem wird eine Organisation ausgezeichnet, in der sich israelische und palästinensische Ärzte gemeinsam für das Recht auf Gesundheit engagieren, und zwar gleichermaßen in Israel und in Palästinensergebieten. Der Preis wird am 6. Dezember in Stockholm im Parlamentsgebäude verliehen. Dem Radsport droht erneut ein Dopingfall. Der Weltradsportverband hat den spanischen Tour de France-Sieger Contador vorläufig gesperrt. Bei ihm wurde die verbotene Substanz Clenbuterol nachgewiesen, ein Mittel zum Muskelaufbau. Contador bestreitet, gedopt zu haben. Er führt das Testergebnis auf belastetes Fleisch zurück.
Hollywood-Star Tony Curtis ist tot. Der Schauspieler starb gestern Abend im Alter von 85 Jahren. Curtis verkörperte Draufgängertum und Verletzlichkeit im Film wie im realen Leben. Unvergessen bleibt er in Billy Wilders Komödie »Manche mögen's heiß«. In den Hochwassergebieten Ostdeutschlands ist noch keine Entspannung in Sicht. Im Süden Brandenburgs schwillt die Neiße an. Weiter westlich an der Schwarzen Elste, einem Nebenfluss der Elbe, sind immer noch viele Helfer im Einsatz. Bei ihnen und den Bewohnern ist die Sorge groß, dass die Deiche den Wassermassen nicht standhalten. Bereits gebrochen ist ein Damm in Sachsen-Anhalt. Die Schwarze Elste hat dort bisher aber nur Äcker und Felder geflutet. Im brandenburgischen Guben ist die Neiße bereits über die Ufer getreten. Ganze Straßenzüge stehen schon unter Wasser. Die Behörden rechnen nicht vor dem Wochenende mit sinkenden Pegelständen. ARD Hauptstadttreff. Zur Stunde findet zum 7. Mal das Fest des ARD Hauptstadtstudios statt. Zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Medien kamen zum zwanglosen Meinungsaustausch nach Berlin-Mitte. Neben Bundeskanzlerin Merkel waren auch mehrere Kabinettsmitglieder sowie Oppositionspolitiker und Ministerpräsidenten einiger Bundesländer anwesend. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 1. Oktober. Wolken des Tiefs über dem Atlantik sorgen für Regen in der Südwesthälfte Deutschlands. Dem Nordosten beschert das Hoch über Skandinavien weiterhin ruhiges Herbstwetter. Zum Wochenende wird es deutlich wärmer. Heute Nacht regnet es in der Südwesthälfte gebietsweise, sonst ist es meist trocken und es bilden sich Nebelfelder. Am Tag in einem Streifen zwischen der Deutschen Bucht und Süddeutschland stellenweise Regen oder Schauer, sonst mal Sonne, mal Wolken. Im Westen sind einzelne Schauer möglich. Der Wind wird schwach bis mäßig, Richtung Nordsee frisch und in Böen auch stark. Heute Nacht muss im Osten mit Bodenfrost gerechnet werden. Am Tag 9 Grad im Vogtland und 18 Grad am Oberrhein. Sobald sich am Samstag im Osten der Frühnebel gelichtet hat, ist es dort recht freundlich. Sonst mehr Wolken als Sonne und hier und da Regen. An den Alpen wird es föhnig. Am Sonntag ist es im Südosten meist freundlich, Richtung Nordwesten ist es wolkiger, im Norden ist es windig, am Montag ist es überwiegend freundlich. Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.30 Uhr, heute mit Karin Mioska. Darin Hochwasser in Brandenburg, Bangen um die Deiche sowie Anklage der Vereinten Nationen, die vergessenen Massaker im Kongo.